Mit Produkten aus der Region für die Region. Herzlich willkommen bei Jeanette Kocht. Jetzt sind wieder die frischen Äpfel im Verkauf. Die esse ich gerne gerade so. Finde sie aber auch gut zum Backen. Besonders fein dünkt mich der deckte Äpfelkuchen. Heute mache ich den mit dem Äpfel Golden Delicious. Die Sorte gibt es schon seit Anfang 1900. Wenn er schön goldgelb ist, hat er viel Aroma. Und er ist perfekt zum Backen. Der Marcel und Pirmin Stirni Mann von Wuri haben einen grossen Anteil von dieser Sorte ihrer Obstanlage. Der Äpfel braucht viel Pflege und ist dieses Jahr besonders schön gekommen. Für einen Kuchen brauche ich 4 grosse Äpfel. Das sind etwa 800 Gramm Golden Delicious. Das Freilandei liefert den Paul Blum von Gunzbu. Der Waldhonig kommt vom Albert Stirni Mann von Wuri. Der Bio-Vollrahm produziert Schweizer Milchhaus. Und dann brauche ich noch 2 Mürbeteig, Zitronen, Zimt und geriebene Haselnüsse. Bei den Äpfeln stiche ich das Bütschchen raus. Ich reibe die ganzen Äpfel an der Röstiraffel. Dann kommt der Saft von einer halben Zitrone, 100 Gramm geriebene Haselnüsse, 1 Kaffeelöffel Zimt und 2 Esslöffel Honig dazu. Das mache ich alles gut untereinander. Den Mürbeteig habe ich ins Blechchen gelegt. Stich ihn mit den Gabeln ein paar Mal ein und verteile die Äpfel drauf. Vom zweiten Teig stiche ich mit einem Förmchen ein paar Blümchen aus. Den lege ich als Deko drauf, drücke ihn mit dem unteren Teig gut zusammen und gebe die Blümchen auf den Teig. Das Ei habe ich verklopft, mit dem streiche ich jetzt den Teig ein. Das kommt für etwa 50 Minuten bei 180 Grad in vorgeheizten Backofen rein. Wenn er abgekühlt ist, braucht es für mich eine gute Portion vom feinen regionalen Schlagrahm. Und dann noch etwas. Manchmal mache ich auch ein paar Weinbeere in die Töpfelmischung rein. Bis am nächsten Sonntag. Ade miteinander. Mit Produkten aus der Region für die Region.